Wir sind fast da. Gut, denn ich krieg schon langsam Hunger. Kung Fu ist großzügig. Ihr müsst nicht wählen zwischen Käse und Dessert. Ihr bekommt beides. Die Vorführung beginnt mit den spektakulären 1000 fliegenden Kuchen. Oho, unsere Gäste haben auch ein paar Tricks auf Lager. Aber wie reagieren sie auf die stinkenden, blendenden Käsekracher? Au, er hat recht, der Käse brennt in den Augen. Du bist kein Gegner für mein... Hey! Kümmern wir uns wieder um das Hauptgericht. Ach, die Temperatur ist genau richtig. Zeit, die Hauptzutat hinzuzufügen. Nein, 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 nein! Nein! Ah! Ladybug, was hat denn so lange gedauert? Warte nur, bis ich allen erzähle, dass... Oh! Ups. Oh nein, meine Suppe wird ohne sie fad schmecken. Cheng Sifu, du musst das doch gar nicht machen. Ich bin nicht Cheng Sifu. Ich bin Kung Fu, der beste Koch der Welt. Und keiner hält mich von der Fertigstellung dieser Suppe ab. Versteck dich, Chloe. Ich werde auch allein mit euch fertig. Cat Noir, der Akuma muss in der Kochmütze sein. Versuch sie ihm abzunehmen. Das brennt. Isst du gern scharf? Flipspringer! Was soll das? Mach schnell, sonst wird die Rechnung so hoch. Denkt ihr etwa, ihr könnt mich damit besiegen? Nimm den Mund lieber nicht so voll. Du wolltest uns mit Würstchen und Käse besiegen. Erfolglos, wie du weißt. Cat Noir, er hat all seine Waffen in der Tasche. Vernichte sie. Alles klar. Kataklysmus! Ich liebe dich, Ladybug, und ich bin viel besser als diese räudige Straßenkatze. Kann sein, aber Lügner sind Loser. Cat Noir nervt manchmal, aber er hat mich noch nie angelogen. Danke für das Kompliment, wenn es eins war. Tu es endlich, hol mir die Miraculous! Wenn du nicht mein sein willst, wird dich keiner kriegen. Kataklysmus! Ja. Gut, wie du willst. Glücksbringer! Ein Löffel? Wozu brauche ich den denn? Exzellente Arbeit, Milady. Wo ist sein Akuma? Das Foto in seiner Tasche. Beeilen wir uns lieber. Du wirst dich vor mir zurückverwandeln. Ist ziemlich gut. Behalte es für dich. Ich sagte doch, ich bin besser. Aber ich bin besser als ihr alle beide. Ja.
Er lügt. Ich bin der Echte. Oh, jetzt geht ihr mir beide gehörig auf die Nerven. Zeig mir deinen Ring. Wie viele Felder sind noch übrig? Cut nur! Kraftattacke! Gerne doch. Ich zeig dir meine Krallen. Auf zum Akuma-Fischen. Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Hab dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Miraculous Ladybug! Guter Fang! Wie schön, dass du die echte Katze von der falschen unterscheiden konntest. Als ich gemerkt habe, welche Katze wirklich in mich verliebt ist, war es ein Kinderspiel. Tröste ihn ein bisschen, ihm wurde gerade das Herz gebrochen. Das gilt für uns beide. Helft mir! Ihr werdet mir wieder nicht wegnehmen! Kommt her, meine Steinwesen! Wir sind umzingelt. Wir können ihn jetzt nicht angreifen. Stimmt. Aber wir wissen, wo sein Akuma ist. In der Faust, in der er auch Milene hat. Und wir wissen, dass er in sie verliebt ist. Das ist es. Wir werden die beiden nicht trennen, sondern sorgen dafür, dass sie zusammen sind. Die beiden gehören zusammen. Sie wissen es nur noch nicht. Ich verstehe das zwar nicht ganz, aber ich vertraue dir einfach mal. Und ich glaube, so wird es wohl noch öfter sein. Hilfe, ich hab Höhenangst! Keine Angst, es wird alles gut! Wie sollen wir sie denn noch näher zusammenbringen? Durch unsere Superkräfte! Glücksbringer! Ein Fallschirm? Was soll ich denn damit anfangen? Weißt du, was du da tust? Das werden wir gleich sehen. Seine Faust! Los jetzt! Volltreffer! Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Jetzt musst du nicht mehr böse sein! Huh? Ja! Oh. Oh. Cat Noir, du kümmerst dich um Ivan! Kataklysmus! Hab dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Miraculous Ladybug! Wow. Siehst du, was ich sehe? Ja, es ist wunderschön und unglaublich. Es ist miraculous! Also, ich zeichne auch gerne. Aber ich bin natürlich nicht so gut wie du. Ich wette, du bist besser, als du denkst. Darf ich dir was ganz Besonderes zu deinem Geburtstag zeichnen? Ach, das wäre fantastisch. Marinette, lass bitte meinen Stift los. Ich muss noch etwas zeichnen.
Lass los. Nein, ich behalte ihn. Pet Noir, jetzt! Marinette, was, du hilfst ihm? Ich bin so dumm. Ich dachte wirklich, du magst mich. Aber du bist genau wie Chloe. Ärgerst mich, lachst über mich und hältst mich hin. Ich bitte dich. Also ehrlich, wieso muss mich denn heute jeder mit Chloe vergleichen? Und mein Versprechen nehme ich zurück. Ich werde Chloe eine Lektion erteilen, die sie niemals vergisst. Das funktioniert nicht. Was machen wir jetzt? Pet Noir, stell den Stock hin und lass ihn ausfahren. Tolle Idee. Ja, ich bin ein Genie. Ich muss los. Ein Superheld hat sehr viel zu tun. Ich muss jungen Mädchen helfen, möchte gern Künstler aufhalten und noch andere Dinge machen. Kannst mir später danken.